Willkommen bei Old World und wir machen weiter mit Babylon, unserer absoluten Lieblingszivilisation, muss man ja sagen. Nicht nur Nation, sondern Zivilisation. Ich gucke auch mal, ob das den Imperator Rum Soundtrack erlaufen. Ein bisschen lauter. So, ganz kleinen Tick lauter. Also, wir machen weiter. Die Runde ist beendet hier. Die Runde ist beendet. Ihr könnt gerne Fragen stellen. Ich mache das so. Ich versuche das so weit so möglich wie ich kann das zu beantworten. Und wir machen die ganz normal weiter. Wir haben die zweite Stadt jetzt gegründet, Akkad. Wenn ich die Taste V drücke, dann sehen wir jetzt hier dieses Overlay. Die Städte sind verbündet. Nicht verbündet, sondern verbunden. Verbündet sowieso. Und das bringt so einige positive Vorteile. Man sieht das jetzt hier automatisch, sind Städte verbunden, wenn sie am Meer gebaut sind. Das heißt, über den Ozean, nicht nur so, sondern über den Ozean sind sie verbunden, über Straßen, wenn die dann errichtet wurden, und über Flüsse. Und man sieht das jetzt hier, wenn ich auch rangehe, ich muss mal immer ein bisschen gucken, ob das mit der Webcam so stimmt. Ja, wenn ich so rangehe. Die Effekte heißen plus 2 Wachstum pro Jahr für diese verbundene Stadt und minus 20% Unzufriedenheit. Und jede Stadt hat ja so ein bisschen, das ist das Stadtfenster, hat so diese eigenen Entwicklungssprünge, eigene Level. Und das finde ich ziemlich cool. Jede Stadt hat also für sich ein Wachstum, hat einen Kulturwert und Unzufriedenheit. Und diese Unzufriedenheit ist. Wir sind also erstmal unzufrieden, Level 1, und das muss natürlich abnehmen, klar. Das nimmt er natürlich irgendwann ab. Und so ist jede Stadt für sich selber in einer Art Wertung, und da muss man dann die selber einzeln aufleveln. Das ist also keine Nationenwertung wie bei Civilization zum Beispiel. Und das bedeutet, wenn die dann aufsteigen in diesen Level hier unten, in diesen drei, jetzt muss ich mal gucken, ob man das sieht. Dann haben sie weitere Boni, klar, pro Level aufsteigen. Ich könnte hier noch einen Statthalter reinhauen, aber interessanterweise, Entschuldigung, ist hier kein Gouverneur verfügbar, obwohl er eigentlich als Gouverneur hier einsetzbar wäre. Dieser Agum, der an unseren Hof gekommen ist. Erstmal auf Englisch. Ja, vielen Dank, dass du nochmal nachgefragt hast, Strategie-Nerd. Und ich denke, dabei wird es auch erstmal bleiben. Das ist, bis das durch ist und dann auch mal nochmal nachgeprüft ist, dauert das. So, also ich werde die Runde beenden und dann schauen wir einfach, was passiert. Die zwei Städte haben wir also gegründet. Hier oben ist unsere Wertung. Wir haben noch keine weitere Zivilisation gefunden, außer, was ziemlich cool ist, und das finde ich eine sehr gute ja, Mechanik und Idee. Es gibt neben dieser tollen Grafik, die ich ganz toll finde, die ist halt so ein bisschen anders und ein bisschen realistischer in Anführungsstrichen als die letzten beiden Civilization-Teile, was ich sehr mag, aber ich kann es verstehen, wenn die Leute sagen, ich mag ein bisschen mehr diesen farbigen Comic-Look, ist auch absolut in Ordnung. Die Barbaren ist ein bekanntes Prinzip und man sieht auch hier, ich halte jetzt mal mit der Maus drüber, die Barbaren und auch diese ja, Stämme, die siedeln genauso auf diesen Städtebauplätzen, die sind ja vorgefertigt. Ich kann also keine Stadt frei herum in der Wildnis bauen, sondern das ist vorgefertigt, die Städtebauplätze. Wenn ich diese Barbaren hier nicht verscheuche, das heißt töte, was ich jetzt versuchen werde, dann sind sie in 24 Jahren, also in 24 Runden, weil jede Runde ein Jahr ist, werden sie hier zu einem Außenposten. Und das ist ziemlich übel, weil dann werden die richtig krasse Einheiten produzieren und ziemlich gefährlich werden. Genau wie die Stämme hier, die Numidia zum Beispiel, mit denen wir aber noch verbündet sind. Und ich hoffe, gut, diese Hoffnung ist glaube ich weg, weil ich nicht formell den Krieg erklären kann. Das ist nicht der Fall bei den Barbaren. Und deswegen werde ich jetzt versuchen, die Einheit hier, das ist die einzige kriegerische Einheit oder militärische Einheit, die ich habe, die ist jetzt auf dem Weg, diese Steinschleuderer hier, auf dem Weg nach unten. Und während die Zeit vergeht, ich mache jetzt einfach mal die Runde weiter. Während die Zeit vergeht, versuche ich, die aufzurüsten. Das kann ich machen. So, wir haben eine Hochzeit. Nicht eine Hochzeit, sondern eine Heirats-Ceremonie.
Anfrage erhalten. Was ziemlich cool ist, weil ich in der letzten Runde schon überlegt hatte, wollen wir irgendwo einheiraten. Das Coole ist, jede deiner Städte kann eine Familie beherbergen. Das heißt, die Familien untereinander sind auch diplomatische Beziehungen innerhalb deiner Nation. Und du kannst auch innerhalb deiner Nation in die Familien einheiraten. Das ist super cool. Und da musst du schon ein bisschen drauf achten. Man sieht das, glaube ich, hier. Die Kaldean-Familie und Amorit. Und das ist sehr interessant. Und ihr seht das jetzt hier, was ich jetzt für Optionen habe. Ich kann einheiraten innerhalb unserer eigenen Nation. Und das ist gegenüber Imperatorum zum Beispiel und auch Civilization, finde ich das ziemlich krass. Und das hätte Imperatorum so viel gut getan, wenn man diese Diplomatie-Ebene noch dazu bringen könnte. Super cool. Super cool. Man kann auch in die Stämme einheiraten. Zum Beispiel in die Numidia. Das ist richtig krass. Und ihr werdet das merken, sobald ihr diese Events habt, die euch eigentlich ziemlich gut präsentiert werden, man sieht das ja, dann, das macht total Laune. So, was mache ich jetzt eigentlich? Oh Gott, das muss ich erstmal gucken. Ich könnte einheiraten. Also das heißt, lass mich mal kurz gucken. Ja, die Familien fragen jetzt uns sogar an. Uns, den König Nebukadnezar. Ja, in einer der zwei Familien einzuheiraten. Jetzt muss ich mal gucken, was wir davon kriegen würden. Wisdom 3 Global, das bedeutet pro Runde Forschung 3 Weisheit. Und Dowry, jetzt muss ich mal gucken, wer hier mit drinne ist. Als Familie, da muss ich nochmal extra raufgehen, das werde ich jetzt nicht tun. Wir würden uns extra geben. Einmalig, glaube ich, da steht da drunter 17,5 Forschungspunkte. Wir sehen hier oben, haben wir 25. Das Einzige, was ein bisschen immer noch problematisch ist, aber das kriegen wir bald raus, sind die Holzproduktion. So, und was kriegen wir noch? Natürlich die Meinung um 40 erhöht, was wir theoretisch machen müssten, denn die Kaldean-Familie wird sich das merken und wird sauer auf uns sein. So, das heißt, die haben das sich gemerkt, theoretisch für 10 Jahre, minus 20. Und müsste ich eigentlich machen, um das ein bisschen die Familien innerhalb unserer Nation auszugleichen. Was würde ich denn hier kriegen? So, Courage minus 2, global. Das bedeutet aber, das wäre interessant, wenn da so ein kleines Uhrensymbol oder so ein Tickersymbol wäre, damit ich weiß, ob das pro Runde ist oder insgesamt. Und ich glaube, wir haben hier dann minus 2 von diesen Trainings Machtpunkten zum Beispiel, also militärisch, das heißt, wir können damit Einheiten aufwerten und so weiter. Und da wir 16 haben, wäre das natürlich möglich. Das größte Problem ist eigentlich, egal was wir hier wählen, die diplomatischen Beziehungen sind das Problem, weil wir haben bei den Amoriten, bei dieser Familie nur 40. Wenn wir minus 20 haben, dann sind wir auf plus 20, nur noch in Anführungsstrichen. Könnte uns Problem geben. Oh, und 40 Eisen. Das ist interessant. 40 Eisen, aber das können wir auch so kaufen. Man kann das theoretisch auch so kaufen. Es gibt so eine Art globalen virtuellen Markt. Ich werde aber trotzdem das versuchen auszugleichen. Und Ubalnu, die Jüngere, heiraten. So, damit ist es passiert. Und man sieht es auch. Die Runde hat also gestartet. Und man sieht das jetzt hier oben. Hier sind unsere wichtigen Familienmitglieder oder Charaktere. Also, unsere Verheiratete oder unser Ehepartner. Dann unser Nachkomme, der ganz, ganz wichtig ist. Wir müssen ja ein Nachkommen in diesem Spiel unbedingt zeugen. So. Und diese drei weiteren, so eine Art Regierungsmitglieder. So, dann sehen wir jetzt hier die Charaktere. Das ist jetzt unser Charakter. Und da sollten wir das in der nächsten Runde dann sehen. Da sehen wir das schon. Die Königin mittlerweile heißt sie ja. Die Königin. Ubalnu. Voodoo-Wiesel, grüß dich, hi. Schön, dass du da bist. Mal wieder willkommen im Stream, hi. Also, wir kriegen plus 3 Forschung pro Runde. Ziemlich cool.
Und wir gehen jetzt hier unten mal diese ganzen Aufgaben durch, was wir machen können. Was haben wir hier? Wir haben natürlich das Event jetzt gehabt, das ist also abgeschlossen. Und Granary finished, also das Lagerhaus ist fertig geworden. Und ich gehe einfach mal durch. Wir haben hier eine Entscheidung. Eine Ambition. Das ist ziemlich interessant. Das ist auch noch cool. Das heißt, die Familien innerhalb unserer Nation haben nicht nur eigene Diplomatie-Wertigkeiten. Das heißt, ich kann die einen verärgern, die anderen begünstigen. Das ist ziemlich wichtig. Und jede Familie hat einen Sitz in einer anderen Stadt. Sondern die haben auch eigene Ambitionen. Das ist quasi wie bei Stellaris die Herrscherambition. Das gibt es ja genauso. Wenn ich das erfülle, gibt es einen Bonus. So, 400 Eisen produzieren. Das, glaube ich, kriegen wir nicht so schnell hin. Aber es gibt hier keinen. Es gibt hier keinen keine Zeitlimitierung. Also denke ich, sollte das unendlich lange möglich sein. Also von daher können wir das machen, wie wir wollen, glaube ich. Aber das brauche ich nicht unbedingt, sondern ich glaube, wir können die Technologie ein bisschen pushen. Also wir kriegen keinen Bonus auf die Technologie, aber Legitimität, und die ist hier. Das heißt, pro 10 Legitimität kriegen wir einen Befehl weiter. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil die Befehle sind, wir können unendlich lange Befehle ausführen. Das heißt, wir können damit Einheiten bewegen und Gebäude bauen und so weiter und brauchen dafür diese Befehle. Also nicht jede Einheit kann jede Runde gleich viel laufen, sondern die sind nur begrenzt bei Müdigkeit oder Erschöpfung. So, und ich werde das nehmen von unseren Amoriten. So, und hier sehen wir das. Wir müssen 6 Technologien erforschen. Okay, wir können weitermachen. Was haben wir hier unten? Das ist unsere Einheit, die Arbeitseinheit. So, und hier haben wir jetzt auf jeden Fall fertiggestellt dieses Lagerhaus. Und das Lagerhaus hat den coolen Vorteil, dass wir angrenzende Felder mit 50% Bonus belegen. Das ist schon ziemlich mächtig. Das heißt, ich gehe mal rein und ich gucke mal, was wir jetzt hier bauen könnten. Eigentlich brauchen wir natürlich Holz. Das heißt, ich gehe hier auf diese Hügel- oder Holzgebiete. Könnte aber auch hier ein Fuchslager errichten. Ja. Und ich glaube, das mache ich auch. Das gibt nicht nur Kultur, sondern das wird die Bäume, ihr seht das unten rechts, das wird die Bäume auch mit abholzen. Das heißt, ich habe jetzt hier gerade, ich glaube, das waren 2 Punkte hier. Genau, 2 Aktionspunkte, 2 Befehle habe ich schon benutzt. Und jetzt könnte ich hier empfohlen, ein Camp bauen. Und das kostet pro Runde, nicht nur beim Bauen, sondern pro Runde in der aktiven Bauzeit einen Befehl. Das mache ich jetzt auch. Das dauert 3 Runden, also 3 Jahre. Zack, hier wird gebaut. Und lass mich mal kurz gucken. Das sollte uns doch plus, habe ich da falsch geguckt, das hat uns etwas anderes. Ich dachte, wir haben jetzt Holz erstmal auch verbraucht. Das kann auch sein. Genau, hier sieht man das aktuell im Bau. So, die nächste Einheit ist hier unten. Unser Speer. Und unser Speer hat hier diese ganzen Felder von Weizen, Salz und so weiter. Die kann man abernten und die wachsen dann wieder nach sozusagen. Das ist ganz cool. Ich möchte jetzt gerne mich ein bisschen weiter in Richtung Osten bewegen. Und das heißt, wir gehen mal hier oben lang. Ihr seht, dass hier ein Befehl wird verbraucht. Nice. Und wir können das auch... Was ist das hier? Ein Steinbruch und zwar Marmor. Das heißt, den kann ich harvesten. Das mache ich auch. So, und wir sehen jetzt hier links Harvest, den... Also abernten. Wir verbrauchen einen Befehl. Davon haben wir genug. Überschüssige Befehle am Ende der Runde werden als Gold umgewandelt. Das ist ziemlich cool. Und ganz neue Mechanik eigentlich. So, das heißt, wir haben Stein bekommen. Ja, Marmor oder Stein ist egal, es zählt als Steinkategorie. Und es wächst nach ein paar Runden dann wieder nach. Und ich will mal diese Richtung hier weitergehen, damit ich ein bisschen gucken kann, wie es hier aussieht. Ob ich was Cooles entdecke. Wir sind jetzt erschöpft, man sieht das jetzt hier. 4 Aktionspunkte habe ich.
Und ich könnte jetzt theoretisch den Marsch aktivieren. Das kostet mich einmalig, solange der aktiv ist, diese 50 Trainingspunkte, also diese Militärpunkte. Ist schon ganz schön heftig, wenn man bedenkt, dass ich quasi um die 3 Runden brauche, um das einmalig wieder aufzufüllen. Ich könnte dann aber mit dem Marschbefehl meine verbliebenen Befehlspunkte verbrauchen und immer weiter marschieren, über diesem Limit hinaus. Das ist ziemlich cool eigentlich. Wenn ich doch mal agieren muss, im Krieg bin oder so, dann kann ich auf jeden Fall weiter laufen und das ist ziemlich nützlich. Ich bleibe jetzt aber hier stehen und gucke weiter, was wir haben. Wir haben hier unsere Militäreinheit und ich brauche nämlich auch, um die Beförderung durchzuführen, die 100 Trainingspunkte. Ihr seht das schon. Ich werde jetzt aber erstmal bis hier unten runter wandern. Bis hier. Nein, bis hier geht's. 3 Befehlspunkte. Die Einheit ist erschöpft. Und das heißt, wir kriegen hier auf jeden Fall noch diese 23 Runden auf jeden Fall noch voll. Das heißt, wir kommen vorher an und hoffentlich können wir sie dann erfolgreich bekämpfen. Interessant ist, wenn ich jetzt hier rauf gucke, sehe ich hier diesen Balken. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, was das sein soll. Ob das eine Vorschau ist oder ein Fortschrittsbalken, kann ich nicht genau sagen. Weiß ich nicht genau. Sieht aus wie ein Fortschrittsbalken. Okay, die Einheit ist durch. Wir bauen auch in den Städten jeweils. Genau, wir haben hier einen Arbeiter, der braucht noch 3 Runden. Dann bauen wir hier die ganzen Felder ab. Hier unten wird weiterhin dieses Fuchslager gebaut. Und dann könnten wir theoretisch die Runde beenden. Ich guck mal hier durch. Genau, hier sieht man alle bekannten Imperien oder Völker, die wir getroffen haben. Und das sind wir und die Numidia, mit denen wir noch verbündet sind. Ich kann darauf klicken. Ich kann hier Krieg erklären. Ich kann aber auch auf die Dame dort klicken. Und hier auch noch. Und hier auch noch diplomatische Aktionen durchführen. Jetzt muss ich mal gucken, wenn ich auf die Familien gehe. Lass mich mal kurz gucken. Das hier ist unsere Übersicht, das ist ziemlich cool. Des Stammbaums sozusagen. Religion haben wir noch keine aktiv. Hier sehen wir unsere Stadtübersicht. Strategiekarte sozusagen. Aber es gab doch die Familienübersicht irgendwo. Lass mich mal kurz gucken. Das ist ja interessant, kann ich hier nicht draufklicken, warte mal. Die kaldeanische Familie. Nee, da muss ich nochmal genau nachgucken. Aber auch egal, wir machen jetzt auf jeden Fall weiter. Ja. Wie schnell ging das denn? Ah, das haben sie behoben. Das stand vorher da. Wir als König in den meisten Fällen haben, ja, einen Sohn oder eine Tochter geboren, was natürlich ein bisschen kurios übersetzt ist, sondern unsere Ehefrau. Wir haben eine Tochter, Palatum, geboren. Das ist interessant und dies automatisch, weil wir den Erstgeborenen als Erbfolge bevorzugen, ist jetzt hier unsere Tochter, Prinzessin Palatum. Nice. Gibt die uns schon irgendwas? Sie ist vorsichtig, was die Beziehung zu uns angeht, logisch. Aber ich glaube, sie bringt noch nichts. Was auch interessant wäre. Ja, sehr cool. Also das ist unser Nachkomme. Das heißt, die Erbfolge ist gesichert. Was haben wir denn hier unten? Das Camp ist finished. Das ist hier oben. Das heißt, wir kriegen jetzt hier bei diesem Camp. Aber Achtung, hier kommt jetzt noch was Wichtiges. Das Camp, also Gebäude oder sowas wie hier so eine Felder, die geben Boni, wenn man sie einerseits baut, aber wir müssen gleich in die Stadtübersicht und dann müssen sie besetzt werden mit einem Spezialisten. Und auch den müssen wir auch noch bauen. Das dauert also auch nochmal eine ganze Weile. Man sieht das jetzt hier. Wir bauen einen Farmer, der braucht nochmal 6 Jahre und der wird dann hier zugeteilt. So, und wir haben hier jetzt schon einen Bonus in diesem wilden Camp. Ressource Wild. Ach, Wildcamp. So, nicht das, die Wildheit, sondern das Wildcamp. Okay. Also wild sind dieses Dammwild oder wie auch immer gemeint. Das heißt, wir haben für die Stadt Babylon, unsere Hauptstadt, plus 1 Wachstum und plus 5 Nahrung. Was ziemlich cool ist, wir können es auch verkaufen.
Aber davon haben wir auch genug. Jetzt muss ich mal in die Stadtübersicht reingehen. Tatsächlich können wir hier auch noch einen Fallensteller bauen als Spezialist. Wenn wir das tun, wird er sich hier unten einreihen, aber das dauert mir langsam auch zu lang, weil wir nach den 6 Runden nochmal 8 Runden für den Krieger brauchen. Das ist Wahnsinn. Wir müssen langsam umswitchen, nur auf Militäreinheiten. Und ich glaube auch nicht, dass wir das beschleunigen können, außer wenn wir das hier natürlich, draufklicken. Was ist das jetzt hier? 8 Jahre. Ich werde es auch mal wechseln lassen. Ja, ich werde es auch mal wechseln lassen. Bis 60 ist es dann voll. Also man kann das switchen, die Reihenfolge, aber wie gesagt, es muss nacheinander abgearbeitet werden. So. Camp finished. Divination haben wir erhalten. Als Forschung. Jetzt muss ich mal gucken, was wir hier brauchen. Die Forschung. Ich gehe jetzt mal in den Forschungsbaum. So. Und wir haben das erhalten, Divination. Das bedeutet die Möglichkeit, die Schreine aufzuwerten, beziehungsweise die 4 Schreine zu bauen. Den Schrein von Nabu, Ishtar, Ereshkigal und Marduk. Theoretisch können wir jetzt alles, was grün ist, hier erforschen. Beziehungsweise da haben wir auf jeden Fall die Voraussetzung erfüllt und könnten da weitermachen. Hier noch nicht, leider. Jetzt ist die Frage, was wir wollen. Labor Force. Wir könnten damit Ken-Ed Road. Eine Straße können wir noch nicht bauen. Das heißt, wir können damit Straßen bauen. Das ist ziemlich cool. Aber es gibt uns die Möglichkeit zu entscheiden zwischen 2 Gesetzen. Man kann immer zwischen A und B entscheiden. Und Sklaverei oder Freiheit. Das ist ziemlich interessant. Und gibt uns eben Zufriedenheit, was ziemlich wichtig ist für die Städte. Ja. Husbandry. Das heißt, wir würden hiermit freischalten den Nahrungsboost. Brauchen wir im Moment aber gar nicht. Drama. Können ein Amphitheater bauen. Dafür habe ich aber nicht die Bauplätze schon, aber ich habe nicht die Spezialisten, um die auch noch auf die Bauplätze raufzustellen. Polis. Das ist interessant. Ein Stadtgebäude und alle diese Urban Buildings, also alle diese Stadtgebäude, erweitern die Grenze unserer Städte. Das ist auch anders als in Civilization zum Beispiel. Urban Building ignores Adjacency Requirements. Das ist cool, denn alle Gebäude ignorieren dann diesen Angrenzungsbonus oder angrenzenden Bonus. Das heißt, ich brauche das Lagerhaus auch nicht unbedingt, um den Bonus zu erhalten. Ne? Weil jetzt ist es so, dass eine Farm zum Beispiel nur einen Bonus erhält von 50%, wenn sie an einem Lagerhaus dran gebaut wurde. Und das würde das Ding ausklammern. Das ist cool, militärischer Drill. Wir haben zwar Unterhalt von 2 Eisen im Jahr, bekommen aber plus 20% Trainingsrate, was ziemlich krass ist. Und XP für pro Jahr, also wenn wir eine, ja, schlafende oder ruhende Nahkampfeinheit haben. Das ist ziemlich cool. Und wir haben einen Officer dann freigeschaltet. Was ist das hier? Aristokratie? Ambassador ist ganz wichtig. Ich glaube, das würde ich fast machen. Zentralisation und gibt uns eine ganze Menge Möglichkeiten. Dann, ich glaube, wir können auch mit diesem Ambassador, was ein Regierungsmitglied ist, ich hoffe, nicht nur die Vasallen schafft als Gesetz einführen, sondern Gouverneure, glaube ich, auch einsetzen, was ziemlich cool wäre für die Städte. Ich werde das auf jeden Fall machen. Und es wird uns zu Monasticism führen. Dem Glaube an sich. Monotheismus oder Polytheismus. Okay, da muss ich mal gucken, da werden wir, glaube ich, erstmal nicht weitermachen, sondern das Ding jetzt erforschen. So, raufklicken. Und ich weiß nicht, ob man das immer hier sieht, genau wie lange das noch dauert. Das sehe ich dann wahrscheinlich spätestens in der nächsten Runde hier oben. So. Das Ding habe ich schon durch, das wundert mich immer. Ich will nochmal raufklicken, ob ich das wirklich habe. Ist targeted. Ja,
Genau. Deswegen geht das Fenster aber nicht weg, was ein bisschen komisch ist. Das sollte dann auch gleich normalerweise weggehen. So. Das habe ich schon.